So, Derby-Stimmung, Leute, hier. Hallo und herzlich willkommen zur großen Derby-Show hier bei Fums auf Twitch. Pünktlich, fast pünktlich, eine gute Stunde vor Anpfiff des Revierderbys heute Abend zwischen Schalke und Borussia Dortmund. Mein Name ist wie immer Max Fritsching und mir zugeschaltet der Mann in Blau heute unter mir, Michael Strohmeier. Hallo. Unter dir, ja. Auch in der Ich weiß Tabelle vom Bildschirm übrigens. her. Hallo zusammen. Blau-weiße Glückauf, Grüße an die Schalke-Community. Scheiße BVB-Grüße an die andere Seite des Ruhrgebiets und herzlich willkommen an alle neutralen Beobachter hier. Ein bisschen Schärfe reinbringen, ne? Wir Ja, sind ja immer sicher. so. Ne? Deswegen wollte ich jetzt zum Start auch erstmal sagen, fick dich. Einfach so. Ja. So. Wär's, wenn du dich gelbe Zähne, schwarze Füße, Ja, BVB. ja, So. ja, ja. Ja, so ist das, so muss das auch sein am Derby. Wenn schon auf den Rängen keine Stimmung zu erwarten ist, dann wird hier wenigstens im Stream Schärfe reingebracht. Und um mal so ein bisschen in Stimmung schon mal zu kommen, uns gegenseitig auch vielleicht ein bisschen schon mal anzukacken, zu Recht, haben wir uns überlegt, starten wir das Ganze doch mal mit einer kleinen Simulation. Ja. Parallelrealität ja auch immer ein großes Thema für uns hier auf Twitch. Also wir sind auf Twitch ja hier quasi euer Portal in eine bessere Welt. Und deswegen haben wir uns gedacht, zocken wir eine Runde FIFA gegeneinander. Du mit Schalke, ich mit BVB. Wir spielen natürlich im 90er-Modus. Das heißt, keine Vor- oder Nachteile hier aufgrund der Teamwahl. Ansonsten wäre es natürlich ein bisschen unfaire Nummer. Gerade wenn man so die aktuelle Form mit reinnimmt oder so. Ja, deswegen würde ich sagen, zocken wir hier zum Start mal eine Runde gegeneinander und vielleicht ist das ja schon eine kleine Vorahnung fürs Derby oder so, ne? Ja, Also wir vielleicht ist es genau das. So, Bentaleb auf der Bank. Nee, noch Bentaleb. nicht mal auf der Bank. Sehr gut. So, wo ist Sidi Lieber. Sané? Ja, leider nicht dabei. Ja, also die Leute sehen ja nur meine Aufstellung. Ich nehme ein klassisches 4-2-3-1 hier. Ich denke, damit fahre ich ganz gut. Vorne drin natürlich Haaland, klar. Rechts auf dem Flügel Sancho. Links auf dem Flügel möchte ich gerne sehen Julian Brandt. Von Giovanni Reyna habe ich ein bisschen die Schnauze voll, weil der wohl ein paar Einstellungsprobleme hat momentan in Real Life. Das finde ich nicht so geil. Reus auf A10. Doppel-6 sehe ich gerne Jude Bellingham zusammen mit. Ja, wir nehmen mal, na gut, Witze ist raus, weil er verletzt ist. Dann nehme ich ihn zusammen mit Emre Can hier auf der Doppel-6. Meunier als Rechtsverteidiger, das ist eine Sache, die kann ich nicht akzeptieren. Deswegen, da müssen wir Lukas Piszczek hier hinschauen. Obwohl der mittlerweile als Innenverteidiger gerankt ist bei FIFA, auch komisch. Dann habe ich in der Innenverteidigung noch Akanji und Hummels. Links natürlich Guerreiro im Tor, Roman Bürki. Ja. Also Ist es einfach schon. wurde auch mehrfach hier liebe Grüße aktiviert. Das kann ich allerdings nicht mehr finden im Chat. Deswegen sage ich einfach mal liebe Grüße an alle hier. Einfach mal liebe Grüße an alle Hey, und gleich Schiri! orgel ich dir hier das 1-0 rein. Ja, komm her. Komm her. Komm, Emre Can, zurück mit Ich dir. Lass Marco Reus hab ruhig hier. Körper. Ja, Ich hab ja. Körper. Ja, komm her. Was ist das hier für eine Spielweise? Willst du mich nur entnerven oder? Ja. Oh! Zack. Eieiei! So. Alter, hör doch auf! Was ist denn hier los? Was ist denn hier Tor los? für Schalke! In der. Ist es schon die fünfte Minute? Sechste Minute Sechste. In der sechsten Minute. durch Mack. Torschütze für die Blauen. Marc! So. Ja, es ist wenig gesprochen gerade von uns, weil wir uns tatsächlich konzentrieren. Naja, das ist ja auch ein bisschen Ehrensache. Ja, Man trägt das sicher. Trikot, Also, also wenn man das Trikot schon trägt ja, da möchte und man die auch für die Farben auch Mannschaft spielt, vertreten, ja. dann ist es nicht mehr ironisch. Dann ist es nicht mehr ironisch, ja, völlig richtig. Deswegen. Oh, Scheiße. Da sah ich nicht gut aus. Ja, das ist Abseits. Ach komm, das ist Abseits. Ich habe tatsächlich, glaube ich, 2 Monate gar nicht mehr gezockt und ich denke, das merkt man auch. Ich bin bei Pro Clubs unterwegs, Ach ja, ab bist du und noch? zu mal Ultimate Team. Ja, wir haben jetzt mal wieder angefangen. Wir haben jetzt mal wieder angefangen. Ja, die Es ist Funko Ultras mittlerweile, meinst du? genau, es ist mittlerweile Liga 4 Niveau. Das Also wäre eigentlich nicht, schon gut, ne? ja, wir waren mal besser.
Also wir waren mal auf dem Weg in Liga 2, damals, als wir es noch sehr aktiv gespielt haben. Das ist natürlich alles ein bisschen eingeschlafen. Viel Fluktuation. Der Max versucht es viel mit Flanken. Ja, weil ich Erling Haaland da vorne habe. In dein Gesicht. Ja. Nice. Oh, mein Gott, no, abseits, abseits. Nein, 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 nein. Aber das ist so eine Szene, im Real Life würde der Torwart da zurückziehen, weil er fucking Angst hätte, von Erling Haaland den Boden gleich gemacht zu werden. Ja, aber dieser Ralf Herrmann ist anders. Dieser Ralf ja. Herrmann, der hat richtig Biss. Der hat richtig Biss und dem ist alles egal. Und da ist wieder Erling Haaland. Der ist gut. Es ist auch ein bisschen blöd, dass wir jetzt gerade nicht so richtig in den Chat gucken können. Ja, ne? der Chat ist aber on fire, das kann ich dir hier sagen. Ey, also hier wird wirklich, mitgefiebert. Maschine, Erling Haaland hier, voll des Lobes, der Chat. Das spielt sich aber auch ein bisschen zu leichtfüßig hier, ein bisschen zu leichtfertig. Zu leichtfüßig oder zu leichtfertig? Ja, eher leichtfertig. Ach Mann. Zack! Boah, jetzt. Und auch jetzt Marco Reus nochmal. Ah, wie dumm ich bin! Wie dumm ich bin. Ein Leben lang. Sag mal, Chat, wie ist denn keine so die? Schale habt ihr auch in der Hand. Nicht. Das Ding ist, wenn wir Pro-Clubs zocken tatsächlich, also die regelmäßigen Zuschauer werden das ja noch kennen, wir haben ja hier oft Pro-Clubs gezockt mit der Community, da kam es mir immer so vor, als wärst du besser als ich. Ja, aber ich kann dieses, deswegen bin ich in Ultimate Team ja auch schlecht. Oh, ich komme, ich krieg diese Koordination nicht. Jetzt werde ich leicht fertig. Dass mir das noch ans Bein läuft hier. Ich habe ein Verständnis fürs Spiel, aber ich krieg die Einzelbewegung der Spieler nicht. Keine Koordination. Ja. Oh, Pause angemeldet von Strohmessi. Ja, da war der erstmal, ne? Jetzt wird getreten. Ja, jetzt wird's unschön. Oh, Bellingham, auch ein schöner. Haustierfußballer in die Fresse! Mann, ey, lass mich wieder Pro-Club spielen, das kann ich. Da habe ich am Anfang ganz kurz ausgenutzt, dass du das noch nicht kannst. Was hast du denn jetzt vorgenommen hier? Ja, will ich dir doch nicht Alter, sagen. Was ist denn jetzt los? Wo kommt der denn her? Hast du den Pass gesehen? Hast du nicht? Sollen wir uns mal angucken? Offensichtlich nicht. Hündler hast du gebracht. Ja. Und der trifft direkt hier. Steht da ein bisschen massierter da hinten. Ja, ich habe jetzt. Ich bin jetzt ein bisschen mehr on fire. Was? Ach, oh. Erling braut fucking Haaland. Ich bin auf dem Titelbild drauf, deswegen kann ich alles sehr, sehr gut. Ich bin Erling Haaland. Michael Strummer ist echt ein Fan von mir. Ja. Leute, ich brauche Angebote. Ja. Ja, am 16er, wenn du dich da. Oh, scheiße. Da war ich nicht aktiv genug. Matthew Hoppy. Ja, bei mir, gut, Hüttler, Hoppe, bei dir, Holland. Ja, Alter, ihr habt alle 90. 3-5, also wenn wir das gleich sehen, wäre ich einverstanden. Oh, was mache ich denn? Ja! Nein! Robert Bürki, ach, fick dich doch! Ja! Ramalama Ding Dong. So, jetzt muss ich leider hier mal eingreifen. So, also jetzt müsste man uns wieder hören. Ja, so wie verzweifelt und traurig kann man sein. Ja, ein Stream wie die Saison von Schalke, ne? Also da ist wirklich alles schief gegangen. Ich war gerade. Aber ey, ich sag, aber ganz ehrlich, es stand 5-4, es hätte sich nichts mehr geändert. Es hätte sich nichts mehr geändert. 78. Minute, du hast 2 Tore kassiert und ich denke schon. Boah, darauf erstmal ein großes Streambier.
ich darf anstoßen mit Hoppi. Ja, Hoppi, schön. Erstmal auf Serda. Serda auf Kolasinac. Mustafi übrigens von Anfang an hat sich nicht verletzt. Oh, da ist er. Der hat lange Gräten, sag ich dir. Ja. Der Haaland. Da muss ich Räume mir erzwingen. Ey, nein, komm! Nein! Alter, am Arsch! Ey, ich hab nicht mal Kreis gedrückt. Das war X. Locken ohne Ball, Schiri. Guck dir das an. Mal angucken. Hey! Ach komm, ey! Da ist er zu ist Recht schlecht gelaunt. Der Mats. Jetzt muss ich nur machen. Oh Gott, Arid. Ja, okay, cool. Was für eine Scheiße. Scheiße. Ah, ich dachte, du machst ihn in die Mitte. Ja gut, der wäre jetzt auch wirklich nicht haltbar gewesen, ey. Muss auch mal still jubeln. Ich meine, das ist keine verdiente Führung. So, und keine jetzt Chance ist der Bann gebrochen. Leck mir keine Chance Füße, zu verteidigen. Doch. Da kannst du hingehen und nicht. Lukas Piszczek. Mit dem Kopf. Macht er jetzt auch nicht ständig. Danke, Basti ist feudal. Abo, zweite Monat in Folge. Ganz liebe Grüße. Da, guckst du nochmal an. Ja, so einer. Ja. Boah, da gehen drei blaue hoch und ein gelber. Ja, fast wie in echt. Wurde nicht gepfiffen. Im Gegensatz. Oh nein! Ah Mann, der hat keinen rechten. Oh Gott, ey, was ich hier mache, ist wirklich richtig scheiße. Und ich nutze nicht aus, ich Idiot, ey. Boah! Nein. Der gibt ihn! Komm, ey, das ist der Ausgleich an lächerlichen Elfmetern, ey. Nee. Also das. Ist nochmal eine ganze Spur lächerlicher. Komm, hör auf. Der Stolp, guck dir das an. Der fällt da drüber von den. Der war gar nicht in Ballnähe. Oh Mann, ey. Ist das albern. Komm schon, ey. Ja, ich hau den eh daneben. Ich weiß es jetzt schon, ey. Apollyzer, ich weiß, aber ich hab keinen Laufweg aktuell. Ich weiß, ich bin zu blöd gerade. Ich kann das gerade nicht. Jetzt nicht den Stream snipen, du Assi, ey. Danke dir. Aber ich kann mir auch noch dumm einen einfangen. Also so ist es natürlich nicht. Nein, das war's. Das war's, Freunde. Tanze Samba mit mir. Tanze Samba die ganze Nacht. Ja, das war's dann, glaube ich. Wumm, da fliegst du dich nochmal lang. Das habe ich einfach richtig schlecht gespielt, von Anfang bis Ende. Ja, so Tim WS74 schreibt hier völlig richtig im Chat, am Ende des Tages ein verdienter Sieg. Ja, so, da gibt es auch gar keine Diskussion. So, jetzt mal eins im Chat, wer all seine Fumszahler verloren hat. Wer sich freut. Ja. Nee, nicht mein Tag heute. Das war richtig schlecht. Abseits. Nee. Doch, klares Abseits. Das war einfach ganz klares Abseits. Hör doch sorry, auf. Aber das, hör doch auf. Das will ich gerne nochmal in der Wiederholung sehen. Jetzt wirst du hier am Ende noch verpfiffen. Ja, Derby-Sieger. Hey! Das war ein. Da liegen sie am Boden. Ein von vorn bis hinten verdienter Sieg, der Elfmeter-Glück. Also ich habe tatsächlich das Derby gerade nachgespielt. Anscheinend, ja. Vom Feeling her kein gutes Gefühl. Ja. Ich entschuldige mich wirklich von Herzen bei allen, die auf mich gesetzt haben. Das war nicht das, was ich von mir selbst erwartet habe. Also